Dieser Film erzählt die Geschichte des Wiener Walzerkomponisten Karl Michael Zierer. Er hatte es am Anfang nicht leicht, denn damals stand Johann Strauss im Zenit seines Ruhms. Zierers Vater hatte einen großen Hutladen für Damen und Herren und die Beschäftigung des jungen Karl Michael war zunächst eine andere als Komponieren. Diese Arbeit bereitete ihm nur wenig Freude. Trotzdem war es gerade ein Hut, der den Anstoß zum Beginn seiner Laufbahn gab. Bleib nur, lass dich nicht stören. Oh, weh. Was hast denn, Karl? Mit dem guten Schani wird's immer schwerer. Aha, wieder einmal der Herr Walzerkönig. Bei der letzten Abrechnung von seinem Frühlingsstimmenwalzer haben aus der Türkei 78 Kreuzer gefehlt. Deswegen schreibt er mir einen 3 Seiten langen Brief, als ob ich hinter jedem Bradelgeiger im Orient einen Buchhalter hinstellen könnte. Aber das ist doch nicht er. Der schaut die Abrechnungen nicht einmal an. Das ist nur sie. Die gute Jetti. Zu tun hat's den ganzen Tag nichts, also macht sie Schere rein. Und dass auf jeden Kreuzer versetzen ist, das ist doch bekannt. Und da wunderst du dich? Nichts gönnt sie einem. Alles will sie für sich allein haben. Jedes Taschen, jeden Schirm, jeden... Aber immer gelingt es ihr nicht. Ach, es ist ein Kreuz. Du solltest dich nicht so abhängig machen von ihm und seinen Launen. Schließlich gibt es auch noch andere, die einen Walzer schreiben können. So einen wie der Schani schreibt keiner. Einbildungssache. Die jungen Talente müsstest du fördern. Junge Talente? Wo sind sie? No, da kenne ich zum Beispiel einen jungen Mann, Schüler vom Spineder. Er besucht das Konservatorium und ist sehr geschickt im Dirigieren und Komponieren. Zierer heißt er. Jetzt fängst du auch noch mit dem Hut heran, wie dein arische Engelbert? Pinocchio, sie anbrennt es, sind sie denn ganz von Gott verlassen? Mein Gott, sie können doch nicht zu der Trittstraßpulke eine Flügelhornstimme von Beethoven sein Trauermarsch liefern. Und sie müssen doch schauen, was auf den Noten draufsteht, nicht? Engelbert! Ja? Wie oft hat er denn schon gesagt, sie soll sich etwas leiser giften? Bitte! Schauen Sie mal zur Botschaft an. Mutschen Sie nur. Antje, hinein zu, wer Mittag ist. Mahlzeit? Mahlzeit. Na, aber Engelbert, so schlecht ist der Walzer, dass Sie ihn vor ihm verstecken? Ich geh ins Gulasch. Es ist besser, wenn er die Notenstimmen nicht bei mir sieht. Warum? Na, sonst sagt er gleich wiederum. Ich hätte sie während der Arbeitszeit rausgeschrieben. Ja, wann haben Sie es denn rausgeschrieben? Gestern auf Nacht habe ich ihn den Walzer gebraucht und jetzt ist er meiner Seele. Fix und fertig. Sagen Sie, können Sie zaubern? Keine Spur. Schau, wie wir zugesperrt haben, habe ich angefangen und beim Aufsperren war ich fertig. Bis auf 10 Takte von der Schlagwerkstimme. Jesus, Herr Engelbert, Sie haben da gar nicht geschlafen? Ein bisschen schon. Und sonst wären wir ja die Schlagwerkstimme nicht übrig geblieben. So um 2 Uhr in der Früh, ui, da hat es mir was erwischt. Da bin ich mitten in die Trompeten eingeschlafen. Sie sind wirklich ein Engel, Herr Engelbert. Geweiler. Geh, sei so gut, gib mir das Himmel, ja? Sie haben mir aber immer noch nicht gesagt, wie Ihnen der Walzer gefällt. Gut. Ja. Recht gut. Ist dir geglückt. Nur im dritten Thema, da habe ich eine Änderung. Ja? Weißt? Ja, du hast eine so fade Wiederholung gehabt. Die habe ich rausgeschmissen und bin gleich auf die Coda gegangen. Besser. Ist besser. Natürlich. Sie haben recht. Es ist erst richtig. So was der Zwiebel schon wieder anbrennt. Man kann in den Haus kein Golasch essen. Schrecklich. Herr Engelbert, was glauben Sie? Sollen wir ihm den Walzer nicht doch zeigen? Tja, aussichtslos. Warum? Für den existiert nur der Johann Strauss und sonst niemand. Da ist nichts zu wollen. Da müsst ihr ein Wunder geschenken. Na, vielleicht Geschichte heiter Wunder. Sie, die Madame Hasslinger, hat mir nämlich versprochen, sie wird mit ihrem Mann reden. Na reden? Reden tue ich schon die ganze Zeit? Sie will mich heute Abend mit ihm zusammenbringen. Das soll ein Wunder sein? Du wirst dich wundern. Ich will überzeugen. Macht's euch gerade eingefährt. Das Gulasch war eine Katastrophe. So was dürfen sie ja gar nicht servieren. Und du kommst nicht so spät heute am Abend. Sein neuer Walzer Geschichten aus dem Wienerwald ist gleich die erste Nummer. Ganz.
Verehrung, Herr Baron. Na, und Sie, gnädige Frau, Sie werden mit jedem Tag jünger. Und das süße Hutterl, na, exzellent. Gott, das ist lieb. Also morgen in der Freude danach, drei Pferde. Meine Liebe, ja. Grüß dich Gott, liebe Gysi. Wie kommst du zu dem Hut? Dieselbe Frage könnte ich auch an dich richten. Teugerte Frau, gekauft habe ich ihn natürlich. Daran habe ich nicht gezweifelt. Die Frage ist nur, wo? Meiner ist nämlich das Original, ein Pariser Modell. Deiner? Ist eine Kopie. Nein, 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 nein. Aber Kinder, das geht ja nicht. Wenn ich jetzt damit anfange, komme ich doch nicht zum Arbeiten. Schickt mir die Bügel nach Haus und ich schreibe euch dann was Schönes hinein. Mich vor diesem ordinären Weibsbild. Aber Frau Giese. Was bin ich? Hans, du hast es gehört. Deine Frau ist ein ordinäres Weibsbild. Du, das muss ich mir sagen lassen. Ist das wahr? Sei doch nicht so kindisch. Ich frage, ob das wahr ist. Ja, das ist wahr. Und ordinäres Weibsbild ist noch viel zu mild ausgedrückt. Wie ein bissiger Foxel hat sie mich angefahren. Sie ist eine Furie. Furie, da hat es. Und das muss man sich alles bieten lassen. Shani, du hast es jetzt selbst gehört. Entweder deine Frau nimmt die Furie zurück, oder... Oder wir betreten nie wieder euer Haus. Was willst du damit sagen? Dass mir dein Benehmen nicht passt. Dass mir vieles nicht passt. Du treibst es ja schon so, als ob es auf der Welt keinen anderen gäbe. Ach, so ist die Geschichte. Bitte, Meister, aufs Podium. Das Orchester sitzt bereits. Ich dirigiere heute nicht. Aber warum denn nicht? Ich bin nicht in Stimmung. Ja, um Himmels Willen. Wer soll denn da dirigieren? Du Konzertmeister. Das geht doch nicht. Dann sucht euch eben einen anderen. Komm, Jette, wir gehen. Hey, hast es ihm gegeben, Schatzi. Das hat wohl getan. Ach, das wäre ja noch schöner. Alles stecke ich denn doch nicht ein. Und wer wird jetzt dirigieren? Kommen Sie weiter, Herr Zierer. Guten Tag, bitte die Herrschaft über nichts dagegen, dass ein sehr begabter junger Dirigent seinen Mantel hier ablegt. Mr. Meister, es ist höchste Zeit. Wir müssen anfangen. Das Publikum ist schon unruhig. Nachricht. Wegen einer Unfestlichkeit musste Meister Strauß für heute absagen. Dafür aber eine höchst erfreuliche Nachricht. Anstelle des Meisters wird der neue, gerade am Musikhimmel Wiens aufgehende Stern dirigieren. Herr, wie heißt Sie? Zierer. Karl Michael. Zierer. Zierer. Nicht gekannt. So, und jetzt wird er seinen eigenen dirigieren. Bitte, den er selber komponiert hat. Ja,
Schluss, verstanden? Kein Schluss. Bitte her, Konzertmeister, das wäre dann das Nächste. Aber Sie brauchen mir nichts zu sagen, Engel. Ich weiß, es war furchtbar. Naja, so schlecht war es wieder nicht. Bitte zum Schluss wird sie wieder ganz beisammen. Sie sind lieb, Engel. Gerade, dass Sie mich nicht ausgepfiffen haben. Aber geschieht mir ja recht. Ich war ja verrückt, mich so einfach hinzustellen an dem Platz, wo ein Johann Strauss und dann noch zu glauben, dass die Leute... Micky, du wirst sie doch nicht niederbrachen lassen. Jetzt wirst du deinen eigenen Walzer dirigieren und du wirst sehen, es wird ganz anders werden. Und du wirst ihn uns schon zeigen, mein Lieber. Alles umsonst. Ich schaff's nicht. So. Und du selbst nicht an dich glaubst? Meine Damen und Herren, als Nächstes folgt ein Walzer von unserem heutigen Gast an diesem Platz. Der Walzer ist eine Huldigung an die Bevölkerung Wiens und heißt Wiener Bürger. Am Pult der Komponist Karl Michael Zierl. Micky. Aber Micky, lass mich. Mir gefällt er. Miau, ich möchte tanzen. Und außerdem muss man ihm helfen. Alle sind gegen ihn. Thank you.
Guten Tag. Bitte, ich habe einen Hut abzugeben. Für Fräulein Clara Munk. Justus, der Herr Zierer. Ja, das ist ja... Fräulein, Sie sind hier... Bitte kommen Sie doch weiter. Ich bin wie auf den Mund gefallen und lasse Sie da in der Tür stehen. Gretel, Liesl, wo seid ihr denn? Nein, so eine Überraschung. Kommt doch runter, schaut mir da ein. Ja, was ist denn? Na, schaut nicht so langsam. Ja, er ist es, der Herr Zierer. Gretel Munk. Liesl Munk. Zierer. Karl Michael Zierer. Und ich bin die Mitzi. Mitzi Munk. Nein, nicht die Köchin. Aber gnädige Freunde, können Sie nur denken. Das macht doch nichts. Jede von uns hat nämlich ein besonderes Talent. Die Liesl tanzt, die Gretel malt und ich koch gern. Meine Wiener Mädel. Was hat er gesagt? Sie werden es nicht glauben. Aber ich verdanke Ihnen so viel. Alles Schöne von gestern Abend. Und heute Nacht. Heute Nacht? Ja, heute Nacht ist mir nämlich in Gedanken an Sie drei ein Walzer eingefallen. Und ich habe ihn, weil ich ja keine Ahnung gehabt habe, wer Sie sind, Wiener Mädel getauft. Meine Damen, ich erlaube mir. Oh, wenn sowas. Ein ganzer Walzer uns gewidmet? Ach, Herr Zierer, es war herrlich gestern Abend. Nur leider viel zu kurz. Sag nur, dass uns die Clara überhaupt hat gehen lassen. Das interessiert doch alles den Herrn Zierer nicht. Doch, doch. Wer ist bitte Clara? Unsere älteste Schwester. Sie singt. Sei schon ruhig. Das tun wir doch alle. Herr Zierer, wenn wir Sie sehr schön bitten, spielen Sie uns den Walzer vor. Ja, bitte, bitte. Ja. Aber gern. Hier, bitte. Nicht dein Hut für mich abgegeben worden. Oh, Clara, weißt du, wer das ist? Der Herr Zierer! Na geh, von dem wir dir so viel erzählt haben. Der gestern dirigiert hat. In Indianerseel. Und stell dir vor, er hat für uns einen Walzer geschrieben. Na, nicht direkt für uns, aber uns gewidmet. Willkommen, Herr Zierer. Aber Sie erlauben mir die Frage, wie kommen diese Fratzen zu der Ehe? Ja, das weiß ich eigentlich auch nicht. Also pass auf, wir waren doch in Indianerseelen und... Das hat uns doch erlaubt. Ihr habt mir versprochen, dass ihr nur tanzen werdet. Und ich war einverstanden. Hinter dem Rücken von Papa. Aber es war nicht ausgemacht, dass ihr dort Bekanntschaften schließt. Denn Herrn Zierer belästigt euch, einen Walzer zu schreiben. Aber Clara, red doch keinen Unsinn. Wir haben gestern wirklich nur getanzt. Und heute kommt der Herr Zierer ganz zufällig und bringt einen Walzer. Aber nein, deinen Hut! Ach so, Sie sind der Hutmacher. Nein, das ist sein Vater. Herr Zierer Junior ist Künstler. Sie sind sehr liebenswürdig, gnädiges Fräulein. Verzeihen Sie, Herr Zierer. Ich wollte Sie nicht kränken. Wo steckt es denn, Marie? Christian. Die Tür muss ich mal selber aufsperren, haben Sie denn nicht, gell? Nein, ich soll nach dem Boden. Was machen wir denn jetzt mit? Bringe ich nicht zufällig die Schlüssel mit, Zapp. Küss die Hand, Papa. Küss die Hand. Küss die Hand. Grüß euch Gott. Darf ich fragen? Gustl, das ist der Herr Zierer. Herr Karl Michael Zierer. Meine Verehrung, Herr Hofrat. Angenehm. Was, Papa? Das ist nämlich der Herr Zierer. Der Herr Karl Michael Zierer. Ja, das habe ich schon gehört. Vielleicht darf ich dem Herrn Hofrat eine Erklärung abgeben. Herr Hofrat, ich kam hierher... Aufgrund eines Inserats. Entschuldige, Papa, ich habe vergessen, es dir zu sagen. Und du weißt doch, früher ist immer der Svoboda zu uns gekommen. Erinnere dich, der kleine Kapellmeister vom Josefstädter Theater, der meine Gesangsübungen überwacht hat. Und sowas suchte ich wieder und habe annonciert. Ach so, Sie sind der neue Korrepetitor. Ja, der neue Korrepetitor. La 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 la
schon fad. Ewig dieses Lala-Gesinne. Jetzt können Sie schon endlich einen Text für den Walzer haben. Schade, dass der Engelbert nicht da ist. Was soll denn der Engelbert? Der kann nämlich alles. Auch Texte machen. Es sind keine Dichtungen. Aber doch besser als Lala. Na, dann sagen Sie es doch dem Engelbert. Brauche ich nicht. Ich weiß schon im Vorhinein, was dabei herauskommt. Es ist nämlich immer dasselbe bei ihm. Die schönsten Mädel leben in, die dir verzaubern Herz und Sinn. Die schönsten Mädel leben in Wien. Ganz herzlich. Und weiter? Ich würde sagen, das schönste Mädel lebt in Wien. Warte. Das mir verzaubert meinen Sinn. Zu ihr, da zieht's mich immer hin. Es schlägt mein Herz, wie toll, ich find alles wundervoll, denn seit ich sie gesehen, ist die Welt erst schön. Halt das nicht so geschwind, lassen Sie mich auch einmal probieren. So eine Gemeinheit. Was ist eine Gemeinheit? Unser Walzer. Na und? Was ist mit ihm? Ja. Gestohlen hat sie ihn uns. Den Walzer hat er uns gewidmet. Aber geht's. Den Walzer hat er uns allen gewidmet. Allen Wiener Mädels. Mir ist der Walzer wurscht. Mir ist überhaupt der ganze Herz hier wurscht. Aber ich möchte nur gern wissen, wo es geschrieben steht, dass jedes Mannsbild, das bei uns auftaucht, der Clara gehört. Jeder muss vor ihr auf den Knien liegen. Das wäre selbstverständlich. Einer sammelt Käfer und die Clara anbete. Sie zahlt gern, wenn ihr Fächer voll ist. Wir sind doch auch keine Vogelscheuchen. Nein, aber Clara ist die Schönste. Was redet sie überhaupt für einen Unsinn? Der Herr Zierer denkt gar nicht daran, vor der Clara auf den Knien zu liegen. Ach, schönste Mädel lebt in Wien, in das ich so verliebtes bin. Ich möchte bei ihr mich niederknien, um ihr mehr aufzustehen, um mein Herz ist geschehen. Nur mehr mit ihr allein kann ich glücklich sein. Herrlich, Michael, Sie sind ja ein Wicht. Sind Sie verrückt? Verzeihen Sie, Liebste. Seit Wochen, seit dem ersten Augenblick, Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr ich Sie... Schweigen Sie! Ich kann wirklich nur annehmen, dass Sie den Verstand verloren haben. Clara. Herr Zierer, es ist nicht meine Art, Liebschaften zu unterhalten. Schon gar nicht mit meinen Angestellten. Ich glaube, wir machen für heute Schluss, Herr Korrepetitor. Lasst euch nicht stören. Und der Text gefällt mir doch nicht. Das nächste Mal singen wir wieder Lala. Alles verschleppen sein. Was diese alles verschlingen, Kunstgeschichte, Fünfkreuzer-Romane, Klassiker und Indianerbücher. Alles durcheinander, wie Kraut und drüben. Man möchte gar nicht glauben, was in so einem Mädelkopf alles beieinander sein kann. An Gescheitheit, Dummheit, an Liebe und Herzlosigkeit. Così fan tutte. Der Mozart hat schon gewusst, warum er darauf eine ganze Oper geschrieben hat. Da ist es! Die Gartenkultur der Spätrenaissance. Nimm's wohl, Herr Zierer. Christian, gnädiges Fräulein. Ist denn die Stunde schon aus? Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ja, die ist aus. Na dann adieu, auf morgen. Wie immer. Christian, gnädiges Fräulein. Wie gefällt dir mein neues Kostüm? Clara, was hast du mit dem Zierer gehabt? Ich? Mit dem... Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Also spür jetzt die Königin von Hietzing. Ich habe ihm sehr angesehen, dass was passiert sein muss. Der kommt nicht wieder. Dann wird er schon seinen Grund dafür haben. Liegt nicht am Ende der Grund bei dir? Sag mal, was ist eigentlich los? Warum eiferst du dich so für diesen Herrn? Wenn du es genau wissen willst, ich habe Angst, du hast ihm wehgetan. Ich kenne dich ja. Wenn ein Mannsbild auftaucht, bekommt er zuerst einmal deinen berühmten Sandblick und schon zappelt er, das hast du gern. Dagegen wäre nichts zu sagen. Wenn er dir aber nachher ein wenig zu viel zappelt, kriegt er einen Kübel kaltes Wasser über den Kopf und das ist Unrecht von dir. Mitzi, ich habe ja keine Ahnung gehabt. Du bist in ihn verliebt. Was, ich verliebt? Blödsinn. Ich fühle mich verantwortlich für ihn. Wieso denn das? Na, schließlich habe ich ihn ja ins Haus hereingebracht. Und wir müssen gut zu ihm sein. Er hat es eh schwer genug, der arme Kerl. Dann sei gut zu ihm. Hindert dich ja niemand dran. Das werde ich auch. Darauf kannst du dich verlassen. Hey! Wohnt hier der Herr Zierer? Ja, den Osten. Etwas abzugeben für ihn. Geben's nur her, ich bring's ihm gleich. Von wem soll ich denn sagen, dass ich so... Bedauere, darf keine Auskunft geben. Guten Tag. Boah, wie er gespritzt. Knackwürst, eine Salami, 10 Eier, ein Brothändler und ein Kugelhub. Also ich möchte die Sachen nicht essen. Warum? Am Instanz vergibt. Ist das ja. Sie hat recht. Man weiß ja wirklich nicht, von wem die Sachen sind. Sehr richtig, Frau Zange. Es wäre schade um Ihnen, wo Sie doch eben in der Blüte stehen. Geben Sie lieber her. Seh her! Pflanzen Sie es wem anderen, aber nicht mich. Übrigens mache ich Ihnen darauf aufmerksam, morgen ist der Ultimo. Übermorgen beginnt das neue Monat. Sagen Sie es dem Herrn Zierer, dass der Zins nicht einmal fürs Alte zahlt ist. Na, Engel, hast fest eingekauft? Eingekauft? Nein, ich meine ja. Aufschreiben lassen. Ich hätte schon, wenn man mich lassen hätte. Du, Micky, nicht schön aus. Was? Schon wieder? In 4 Monaten die 5. Wohnung? Wohin willst du denn jetzt? Na, schon wiederum in einen anderen Bezirk. Der 5. ist ja schon abgegrast. Jetzt begreife ich, dass dieser arme Schubert hier beinahe verhungert wäre. Bei dieser Bagage. Nicht der kleinste Grässler gibt was her. An jeden scheint justament die Greiden ausgegangen zu sein. Wenn unser geheimnisvoller, unbekannter Spender nicht wäre. Mein Lieber, das schaut mir gut aus. Ah, ist schon wieder was gekommen? Mhm. Wie er nur immer unsere Adresse herauskriegt. Warum er? Das kann ja auch eine Spenderin sein. Spenderin? Lass dich nicht auslaufen. Ich möchte wissen, was für ein Frauenzimmer. Also, vielleicht die Frau Zange? Das zarte Geschirr. Und seit Monaten käme überhaupt keine anderen Webspieler. Nur Zangen. Ich wunderbar. Bitte mit dir. Mach grün. Ein Dankeschön. Was für dir seid noch? Magst du was anderes? Nein. Du weißt ja, ich esse davon nicht. Wenn du durchaus verhungern willst, ich werde mir schmeckt. Jetzt hat mir an die Hose. Was hast du denn? Ach, seit 3 Tagen quäle ich mich mit dem Walzermotiv und komm nicht weiter. Da, hör das an. Wie das krank ist in sich selber und lässt mich doch nicht los. Ach. Ein Pfuscher bin ich, ein erbärmlicher. Aber geh, was fällt dir denn ein? Du weißt, Micky, ich glaube immer, was für mich der Ultimo ist. Das ist für dich der Johann Strauß. Ein jeder von uns Zweien hat immer etwas vor sich, was ihn lähmt. Und weil wir immer dran denken, darum kommen wir auch nicht weiter. Du mit deinem Walzer und ich mit meinen Kreisler. Und weil wir schon beim Hereinkommen ansehen, dass ich so eine Angst habe vor dieser Monatsrechnung, darum kreditieren wir ja nichts mehr, diese Ludern. Micky, du, wir müssen uns frei machen. Engel, Mother. So. Und jetzt denkst du nicht mehr dran, wie das der Strauß komponiert hätte. Und für mich gibt's keinen Ultimo mehr. Ha, was kann ein schon geschehen? Höchstens geh wieder zurück zum Haslinger. Und du gehst zu deinen Vatern. Nein, Engel, das möchte ich nicht. Also gut, schön, ich bin ja auch noch nicht beim Haslinger. Und ich kann mich ja auch reaktivieren lassen.
bitte, gehe ich wieder zurück zum Militär. Und Baron Schönfeld hat erst voriges Jahr zu mir gesagt, dass er mich sehr gerne wieder haben möchte. Dicke, das ist die Idee. Du, bei den Deutschmeistern suchen sie einen neuen Kapellmeister. Ich kenne den Regimentskommandanten, den Baron Schönfeld. Den widmest du diesem Marsch. Alles andere mache ich. Spül. Nein, heute entwissen Sie mir nicht. Ja, grüß Gott, Herr Zierer. Ich freue mich ja so, Sie wiederzusehen. Ja? Wirklich? Wirklich. Darf ich ein Stückchen begleiten? Gern, aber nur ein Stückchen, bis zum Volk. Gut. Ach, das schau her. Herr Zierer mit einem fischen Mädel. Hat nichts zu sagen. Der könnte an jedem Finger Zähne haben, aber er schaut keine an. Verstehst du das? Jetzt nicht mehr, früher schon. Da war ich nämlich auch einmal unglücklich verliebt. Und Sie haben mich wirklich bemerkt? Jedes Mal. Aber sagen Sie, gnädiges Fräulein, ist Ihnen das nicht schon zu fad, mir jede Woche dort zuzuhören? Ihnen zuhören? Ja, das sind Sie aber eingebildet worden. Verzeihung, ich meine natürlich der Burgmusik. Ihnen zuhören, sowas. Ich komme, aber Sie dürfen es niemandem sagen. Keine Menschen. Ich komme wegen dem Leutnant von der Wachkompanie. Ah, der Lechner. Ja, der ist fest. Nicht wahr? Den schaue ich mir gern an. Und dabei höre ich halt auch Ihnen zu. Es bleibt mir ja nichts anderes übrig, wenn ich ihn sehen will. Aber Freund Mitzel, ich bin überzeugt, der Lechner würde sich glücklich schätzen. Wenn Sie wollen, ich kann ihn jederzeit vorstellen. Nein, um Himmels Willen. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Bitte schön. Ganz wie Sie wünschen. Na und, wie geht's dem Herrn Papa? Oh, danke. Und wie geht es Ihren lieben Schwestern? Dankeschön. Der Clara geht's gut. Die hat jetzt große Sorgen. Sorgen? Ja, stellen Sie sich vor, die Fürstin Metternich, eine ehemalige Pensionatskollegin, gibt ein Wohltätigkeitsfest. Die Clara ist im Komitee und muss etwas zu dem Fest beisteuern. Sie bildet sich ein, etwas ganz Ausgefallenes müsste sein. Und sie hat noch immer keine Idee. Ach so, ich dachte schon. Nein, nein, sonst hat sie keine Sorgen. Also, jetzt muss ich aber laufen. Aber ich habe eine viel bessere Idee. Wir können das nicht. Pass mal auf. Nein, nein, also glaubt's mir, eine Schaukel mit roten Rosen und das. Fällt mir gar nicht. Meine Herren, das ist alles kein Einfall. Originell muss die Idee sein. Wenn ich nur wüsste, was sich die Pauline ausgedacht hat. Na wohl, ich schieße es los. Also, Richard, ich weiß etwas, womit das Gnädige Fräulein unbedingt den ersten Preis erringen muss. Los, dort werden doch lebende Bilder gezeigt. Also, stellt euch vor, der Vorhang geht auf und auf der Bühne liegt
ein lebendiger Stier. Darauf sitzt das Fräulein Clara als Europa in einem wundersam dekoltierten Kleid. Also Kleid, ich meine mehr so Schleier und sonst nichts. Also, ihr versteht's, was ich meine. Also das wäre doch eine Sensation. Da könnte doch keiner etwas aufstecken. Warum muss es denn gerade ein Stier sein? Man könnte doch auch einen lebendigen Ochsen nehmen. Und den könntest du spielen. Was hat das Tier? Ja. Na, geh mal rein. Katschi, jetzt kommst du dran. Was glaubst du, könnte man machen? Meine Herren, strengen Sie sich nicht weiter an. Ich glaube, ich habe den Einfall. Sehr schön ausgesungen. Da hast du. Nur die eine Terz, die muss noch ein bisschen üben. Du, der Hansi und ich, wir treten demnächst im Orpheum auf. An den Meister persönlich. Jesus, dir dürfte in ein Parfumfassel reingefallen sein. Endlich, endlich. Was ist endlich? 3 Jahre lang habe ich drauf gewartet. Sie kommt. Kommt zu mir. Immer schon habe ich gewusst, dass es ihr leid tut. Was hast du eigentlich gedacht, dass immer der Korb kam? Mit den guten Sachen, als es uns so schlecht ging. Von wem hast du geglaubt, war der Korb? Von ihr war er. Jetzt kommt sie. Endlich. Ich bitte, ich muss nicht auch noch wahnsinnig. Wer kommt mit dem Korb? Mit dem Korb? Einmal habe ich einen bekommen, aber das ist jetzt vorbei. Jetzt kriege ich keiner mehr. Und du fragst noch, wer kommt? Du ahnungsloses Engel. Lies den Brief. Aber offiziell von nebenan schon aus? Was, der unser Nachbar, der zieht aus? Die Wohnung nebenan wird frei und ich habe sie bereits gemietet. Ich glaube, wir werden im Speiszimmer durchbrechen. Durchbrechen? Ja, unsere 4 Zimmer sind ja viel zu wenig, wenn jetzt auch noch eine Frau dazukommt. Das geht ja nicht. Das wäre ja viel zu schäbig für so eine verwöhnte junge Dame. Du willst heiraten? Eine Frau? Dich kann ich ja nicht heiraten, ne? Das heißt, wir zwei Engel, wir sind ja schon lang verheiratet. Und an der Ehe wird auch die neue nichts ändern.
Also, da müsstet ihr eigentlich jetzt gratulieren. Nein, noch nicht. Erst übermorgen, nach dem Fest, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Hm? Was, du hast noch gar nichts? Nein, aber das ist... Weißt du noch gar nichts davon? Ah ja, doch schon. Davon bin ich überzeugt. So was spürt man ja. Sie wird singen, ich werde sie begleiten, die Leute werden ihr zujubeln und dann, in einem stillen Eckerl, wenn sie ganz glücklich ist über ihren Erfolg, dann werde ich es ihr sagen. Also, Meister, wir haben es heute spielen. Ja, Sie kommen nicht innen vor. Das letzte Mal kommt nicht noch. Aber nein, ich denke, ich komme nicht mehr. Im zweiten Akt im Ballett machte Lilli plötzlich einen Hupfer und bums, war das Trikot zerrissen. Verzeihung. Ach, Katschi, vielleicht können Sie meiner Freundin ihr Geheimnis entlocken. Sie kommt mit leeren Händen und behauptet trotzdem, eine Überraschung mitzuhaben. Geduld, Geduld. Verzeih, Pauline, eine Sekunde. Bitte um Entschuldigung. Aufgeregt? Bissl. Großes steht auf dem Spiel. Alles klarer. Na also, und Sie sind gar nicht aufgeregt? Doch, mehr als Sie. Der Herr Hofrat hat doch nichts dagegen, wenn ich seine Töchter zum Buffet entführe. Christian, komm mit. Meine Damen und Herren, jetzt ist der Augenblick da, wo ich Ihnen endlich auch meine Überraschung für den heutigen Abend verraten kann. Johann Strauss hat eigens für dieses Fest einen Walzer komponiert mit dem Titel Rosen aus dem Süden. Meine Idee. Das Original mit der Handschrift des Meisters kommt in die Tombola. Damit Sie aber nicht glauben, Sie müssen die Katze im Sack kaufen, wird Ihnen der Meister jetzt persönlich sein neuestes Werk vorspielen. Also das ist echt, Pauline. Ich habe den Tierer einladen lassen und da hat sie gleich kombiniert. Ach, ich könnte... Aber liebste, schönste. Sie haben nichts zu fürchten. Sie werden doch Ihren Walzer selber singen. Und damit kann die Pauline auf keinen Fall konkurrieren. Meinen Sie? Gnädiges Fräulein, darf ich bitten? Ja, ich weiß wirklich nicht. Oh, Verzeihung, darf ich Ihnen die junge Dame entführen? Bitte, bitte. Thank you.
da sind Sie, lieber Tierer. Ganz im Dunkeln haben Sie sich verkrochen. Wie scheint Sie haben auch Lampenfieber. Haben Sie gehört? Wir werden uns anstrengen müssen. Die Konkurrenz ist groß. Gnädiges Fräulein, ich bitte Sie auf Ihre Absicht zu verzichten. Was soll das heißen? Ich möchte meinen Walzer nicht spielen. Das ist doch ein Scherz. Nein, mein völliger Ernst. Fräulein Clara, nach dem Walzer können wir nur abfallen. Sie sind beleidigend. Sie vergessen, dass ich Ihren Walzer singen werde. Ich bitte um Verzeihung, nichts lag mir ferner als trotzdem bitte. Sie wollen also nicht spielen. Clara, ich weiß, was ich in diesem Augenblick aufs Spiel setze. Aber ich kann nicht. Ich darf nicht. Bitte verstehen Sie mich. Pauline, denkt ihr, ich bin mit einem Mal Stock heiser? Ich bring keinen Ton heraus. Giftig, nett Kinderl. Zwei neue Walzer auf einem Fest, das wäre eh zu viel gewesen. Ich werde den Leuten heute sagen, wegen einer kleinen, unvorhergesehenen Indisposition muss deine Überraschung ausfallen. Du kannst sie ja bei einer anderen Gelegenheit nachholen. Nein, Pauline, das ist nicht nötig. Ich habe noch eine Überraschung parat. Und ich hoffe, sie wird einschlagen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, doch, Fräulein Mitchell. Ja, aber warum denn? Nur weil der Strauß auch einen Walzer geschrieben hat? Nicht auch, sondern einen besseren. Micky, ich sehe, man kann auch Bescheidenheit übertreiben. Mitchell, verstehen Sie mich doch wenigstens. Nur ein Selbstmörder würde sich jetzt hinstellen. Kein Mensch kann verlangen, dass man seine eigene Niederlage wissend herbeiführt. Schwieg, Micky. Jesus, es ist jetzt aufregend. Also, meine Lieben, endlich ist auch meine alte Freundin Clara mit ihrer Überraschung für heute herausgerückt. Auf ihren Wunsch verraten wir sie aber nur im kleinen Kreis. Da diese Überraschung aber nichts mit der Tombola zu tun hat und eigentlich mehr familiärer Art ist, werde nicht ich sie verkünden, sondern der Herr Papa, Herr Hofrat Munk. Ich habe die Ehre, Ihnen die Verlobung meiner Tochter Clara mit dem Grafen Lechtenberg bekannt zu geben. Gratuliere! Also das ist wirklich eine Überraschung. Na klar, so eine Überraschung. Ein Entzücken. Wer macht von den beiden eigentlich die bessere Partie? Endlich wieder einmal was erbaut. Davon haben wir gar nichts gedacht. Na und Sie, Herr Zierer? Sie gratulieren mir nicht? Ich gratuliere gnädiges Fräulein. Ich danke Ihnen. Gehen Sie ins Wäscherzieher, spielen Sie einen Tusch. Durchlauf, ich bitte um die Erlaubnis, mich empfehlen zu dürfen. Aber Herr Zierer, warum wollen Sie nicht spielen? Ich bitte, mich entfernen zu dürfen. Herr Zierer, ich habe Sie gebeten zu spielen. Und ich habe gebeten, gehen zu dürfen. Lieber Herr Zierer, Sie scheinen heute ein bisschen nervös zu sein. Ich habe das Gefühl, sind Sie mir nicht böse. Aber mir scheint, Sie haben vergessen, warum Sie heute Abend eigentlich hier sind. Oh, Verzeihung, Graf Lechtenberg. Das habe ich wirklich nicht bedacht, dass ich hier nur als Musikant geladen war. Ich bitte um Entschuldigung für meinen Irrtum. Der Bund. Was, so teuer? Ja, es ist alles gestinken, ihr Freund. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Das Geld wird alle weniger und die Preise alle höher. Dann geben Sie mir keinen Salat, dafür aber einen Spargel. Aha, den Herrn Papa. Ja, er isst den so gern. Und morgen hat er Namenstag. Passen Sie auf, ihr Freund. Zahlen Sie mir den Salat. Der Spargel kostet nichts. Den schicke ich dem Herrn Hofrat zum Namenstag. Aber Frau Lisi, was fällt Ihnen ein? Das kann ich doch nicht annehmen. Nichts reden, sonst bin ich böse. Jesus, der Herr Engelbert, Sie sind noch da. Ich glaube, Sie sind schon über alle Berge. So, Kistanz, mir Freunde. Und dann recht schön Grüße an Herrn Hofrat. Ja,
Frau Mitzel, na, ist das eine Freude. Guten Tag, Herr Engelberg. Grüß Sie, Hans. Ich freue mich auch. Wie geht's Ihnen denn, Oliver, Frau Mitzel? Dankeschön, gut geht's uns, ja. Alles immer gesund, alles ist in Ordnung, wie immer. Ja. Und wie geht's Ihnen? Was macht der Herr Zierer? Wann geht denn die Reise los? Aber, heute Mittwoch. So. Na dann alles Gute und lass uns mal den Herrn Nicky schön grüßen. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Engelbert. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Grüß Sie. Was hat sie denn? Geniert hat sie sich, das arme Marl. Wieso arm? Na, hören Sie, das ganze Vermögen ist weg. Übrig blieb ist nur die notige Hofratspension. Was? Die haben auch? Alles verloren. Das Geld war in Papieren angelegt, auch die Mitgift von die Marl. Und jetzt versucht halt jede auf ihre Art Geld zu verdienen. Die Mitzi für das Haus, das sie ja zum größten Teil vermietet haben. Die zweite versucht es mit der Malerei, die dritte mit der Tanzerei. Na, und die älteste, die Clara. Die hat es am ärgsten erwischt. Ihr Verlobter hat das ganze Geld verloren und jetzt können sie nicht heiraten. Wer soll denn die Kaution zahlen? Er will beim Militär quittieren, das will sie aber nicht. Jetzt versucht sie es halt mit der Stimme. Sie will zur Bühne gehen oder zum Konzert. Sie soll ja wirklich sehr schön singen. Aber ich bitte Sie, Herr Engelbert, wer hilft halt schon einer jungen Person, und wenn es noch so schön singt, aber ein anständiges Mädel ist und keine Protektion hat? Ach, es ist ein Kreuz. Was möchten Sie denn gern, Herr Engelbert? Und keine Protektion hat. Wer sagt das? Was bin denn noch ich? Bin ich vielleicht keine Protektion? Nun, vom Meister doch schon gar nicht zu reden. Was, Herr Engelbert? Sie möchten wirklich mit dem Herrn Zierer? Und das ist jetzt ein Geheimnis zwischen uns zweien. Das heißt, zwischen uns dreien, denn den Micky, den Herrn Zierer, muss ich doch einweihen. Kein Wort mehr. Verstanden? Ja? Ja, ich möchte einen Rat, ich habe nicht wieder so einen Baum stecken wie das vorige Mal. Gib mir die Butter her. Nach der leichtfüßigen Ballettmeisterin frisst du genug. Also das macht man eine Art, dich auszudrücken, ordinär, wie ein Kapskutscher. Das ist vielleicht fein. Streit euch nicht, schaut lieber, dass es weiterkommt. Es ist schon 7:50. Was schon? Dann muss ich mich ja fertig machen. Ist weg. Aber Papa, halt sie nicht doch vor. Um 8:30 muss ich beim Agenten sein. Grüß dich an, Papa. Grüß dich an, Gussel. Grüß euch, Gott. Du, der Hans ist ein Kanarienvogel, keine Gans. Du mästest den ja. Eigentlich bin ich böse auf den Zierer. Nicht ein einziges Mal hat er sich mehr anschauen lassen. Du wunderst dich, Babsi. Nein, ich weiß schon. Aber das Haus Munk ist ja nicht allein die Clara. Schließlich haben wir ihn doch alle gern gehabt. Dass er nicht einmal eine Karte geschrieben hat. Aber was wundere ich mich gerade über ihn. Früher, als ihr noch gute Partien gewesen seid, da haben sich die Verehrer die Türschnallen aus der Hand gerissen. Und heute... Babsi, so kannst du von ihm, so darfst du von ihm nicht reden. Ich darf nicht? Was soll denn das heißen? Entschuldige, du weißt nicht, was er für uns getan hat. Oh ja, uns hat er alle schön grüßen lassen und dir hat er seinen Kanarienvogel in Kost und Quartier gegeben. Papschi. Hat er sonst noch was getan? Ja, Papschi, der Zierer ist der einzige Mensch, der uns geholfen hat. Dass die Liedl die Anstellung in der Tanzschule hat, dass die Gretel bei Tricol so gut verdient, alles hat ganz allein nur er gemacht. Und wer der Clara heute zum Vorsingen verholfen hat, das darfst du raten. Dass es uns heute wieder halbwegs gut geht, verdanken wir nur ihm. Ist das wahr? Ja, Vater, ich weiß es. Geh, gib dem Hansi noch einen Zucker. Du, das bleibt aber unter uns. Das brauchen die anderen nicht zu wissen. Selbstverständlich, Papst, es geht ja auch niemandem was an. So, und jetzt hole ich dir dein Schachbrett. Du bist noch hier? Ja. Ich werde nicht zum Agenten gehen. Warum? Ich kann nicht. Ich bin mit einem Malstock heiser. Gestern schon habe ich ihn gespürt, den Schnupfen. Na, so ein Pech. Was machen wir denn da? Du kannst doch den Paradeiser unmöglich warten lassen. Du musst ihn doch zumindest abseilen. Ich gehe nicht hin, um keinen Fall. Auf keinen Fall mit der verschwollenen Nasenschau. Das musst du doch einsehen. Na ja, aber... Dann gehe ich hin. Ich werde schauen, dass er dich für einen anderen Tag bestellt. Du ein bisschen gurgelt, aber niemand Durst im Schlag. Ich bin gleich wieder da. Ich koche, dass dann ein Ei besteht. Ja, ja, mein Kind. Stolz kann auch wehtun. Für Herrn Klein,
Zeit den Lohrbuffo und die Dilettier in der Stadttheater ins Neim. Ja, aber... Was aber? Herr Paradeiser, ich dachte doch wenigstens Iglau oder Gab... Lieber Klein, ins Neim ist schon manche groß geworden. Wenn du klein bleibst, liegt nicht ans Neim, sondern dir selbst. Hol den Vertrag morgen, übermorgen oder gar nicht. Jetzt habe ich keine Zeit. Aber da, sofort seinen Boten zu einem von Dingelstädt, ich kann unmöglich vor 12 im Burgtheater sein. Sofort, Herr Paradeiser. Das Hoftheater in Lippe Detmold telegrafiert dringend um eine muntere Naive. Naive, Naive, schicken Sie den Schabranski. Schabranski, aber die spielt doch schon Heldenmütter. Schicken Sie ruhig, in Lippe Detmold fällt das nicht auf. Wer kommt dran? Und ich werde böse. Einer nach dem anderen. Aber da, wer kommt jetzt? Bitte das Fräulein Munk. Ach, die kleine Munk, grüß Gott, mein Kind. Du warst lange nicht bei mir, wo stecktest du denn, hä? Herr Paradeiser, Sie irren sich, ich war noch nie da. Eben deshalb, komm weiter, mein Kind, komm, komm. So. Da sind wir. Das ist der Kapellmeister Sargnagel. Hofnagel. Das ist das hochbegabte Fräulein. Wie war das der Name? Munk. Mit dem Munk. Nein, das ist kein Name. Ich werde einen Namen für dich erfinden. Einen Namen, der klingt. Ich habe so ziemlich alle heutigen Größen umgetauft. Du wirst heißen... Entschuldigen Sie bitte. Du hast recht, mein Kind, das verzeiht. Du möchtest erst zeigen, was du kannst. Willst du vorsprechen oder vorsingen? Singen? Singen, also gut, aber rasch, ich habe keine Zeit. Herr Paradeiser, ich habe... Was ist, du hast die Noten vergessen, das macht nichts. Der Sargnagel spielt alles auswendig, also los. Herr Paradeiser, ich bin ja gar nicht... Vorbereitet, ich weiß, es ist keine. Sing, mein Kind, ich muss um 12 in der Burg sein. Ich wollte meine Verschiebung bitten. Was? Ach so, Lampenfieber, aber lächerlich. Denk einfach, du bist allein, im Walde. Du Courage, mein Kind. Vorwärts sagen, nach dem Spiel. Am besten den Frühlingsstimmenwalzer, den singt jede. Herr Paradeiser, du lass es mich doch endlich reden. Es wird nicht geredet, es wird gesungen. Ein Wort noch und ich werde böse. Sargnagel von vorne. Aber Herr Paradeiser, ich wollte, ich hab, ich bin, ich, die Lerche im Nacht. Für die Operette, für die Oper bist du viel zu hübsch. Ich dachte da zuerst an Teplitz-Schönau als Anfang. Du kannst aber mehr, sagen wir Dresden. Was? Verlass dich auf den alten Paradeiser, den größten Talentedecker Europas. Ich soll nach Dresden? Jawohl, mein Kind. Fasselig. Mein gutes Herz. Deine Karriere werde ich in die Hand nehmen. Zuerst einen Ratschlag. Nur nicht zu bescheiden sein. Also, Operettenjahr Dresden, Anfangsgage 200 Gulden. 200 Gulden? Für mich? Sagen Sie uns mit Pflanzen? Aha, wirkt schon. Was sagst du, Sargnagel? Mein Ratschlag wirkt bereits. Also? 300 Gulden, aber kein Wort mehr, und ich bin böse. Aber da, Vertrag. Merci, Monsieur. Bon voyage. Merci, au revoir. Du aufgebojatete Verflixte. Was wollte denn einen unser Vogel noch in deinem Koffer so zu versandeln? Excusez-moi, Monsieur, ich ne comprends pas. Aber que comprende, comprende. Gebiet dich, Niki. Wir hassen ein französisch Missbegrafete. Warum möchtest du das wissen? Schaut das sowas an. Auf unseren neuen Koffer pickt man dir ein Papierlaufen. Aber Engel, ist doch der Kofferzettel vom Hotel Sepiamonti. Das ist große Mode, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Da werden im Laufe unserer Tournee noch viele dazukommen. Pourquoi ne donnez-vous pas une étiquette hôtel sur cette malle, hein? Warum gibst du dich denn schon wieder, Engel, hein? Ja, wer schwor ist, bitte, der Koffer sitzt ja schon längst auf der Bahn sein. Und jetzt wird er noch immer nicht den Hotelzettel von hier drauf liegt. Non, non, par là, vous avez faschou, ici. Ich nicht. Engel, ich muss sagen, bei dir bewahrheitet sich das Sprichwort, Reisen bildet. Ja,
So. Na, hörst du, jetzt kannst du bereits in 5 verschiedenen Sprachen fließend schimpfen. Heute darfst du mich so gut pflanzen. 6 Uhr geht der Zug. Morgen früh sind wir in Mailand, ab Nottsam an der Grenze und übermorgen Wien. Niki, kannst du das vorstellen? Auf dem Baron steht kein Porteur und kein Facchino, sondern ein Träger. Träger? Jo! Natürlich wird er raus, wenn das Gepäck wieder zu schwer ist. Macht nichts. Und wenn wir rauskommen, steht keine Voiture und keine Karusselle da, sondern ein Fiaker. Vorbereitet wurden. Der wird auch wieder murren, weil ihm das Trinkgeld viel zu klar ist. Macht auch nichts. Von dort fahre ich direkt ins goldene Fassel. Und da ist ich 3 Gulasch hintereinander. Engel? Ja? Ich glaube, auf das Gulasch wirst du noch ein bisschen warten müssen. Mach mich nicht unglücklich. Rasch, 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 meine Damen, auf die Bitte! Herr Bedini! Herr Bedini, darf ich bitten auf die Bühne, das Finale? Jawohl! Ich bin der glücklichste aller Sterblichen. Meister, denken Sie, die Edelmann ist von der Musik Ihrer Operette entzückt begeistert. Und das bedeutet viel, das bedeutet sogar sehr viel. Die Edelmann ist im puncto Komposition sehr schwierig. Die hat natürlich wie immer ein paar kleine Wünsche. Aber warum soll man den Wunsch einer Künstlerin vom Range der Edelmann nicht erfüllen? Ja? Was ist denn los? Ist Frau Edelmann schon gekommen? Nein, aber sie lässt sagen, sie käme bestimmt gegen 11 Uhr. Na, Fabla. Ja? Was ist denn nun schon wieder? Ach, das Kostüm für den dritten Akt. Hat das Fräulein Edelmann schon genehmigt? Nein. Nein? Na Mensch, Gitter, laufen Sie allen hin zu Fräulein Edelmann in die Wohnung. Fräulein Edelmann besteht darauf. Ja, wo war ich denn stehen geblieben? Bei Fräulein Edelmann. Richtig. Also die Edelmann ist von ihrer Musik begeistert. Hat nur noch ein paar kleine Wünsche. So zum Beispiel möchte sie im zweiten Akt noch gern ein Lied haben. Wissen Sie, so einen echten Werner Walzer, wie ihn eben nur die Edelmann singen kann. Na, Sie kennen sie doch. Nein. Nein? Na sagen wir, das ist aber sonderbar. Das ist doch ein Landsmann von Ihnen. Na, Sie werden sich ja bald kennenlernen. Sie werden entzückt von ihr sein. Ich bin es bereits. Also, dieses Fräulein Edelmann möchte noch ein Lied haben. Ja. Ja, was denn nun schon wieder? Ach, Herr Kapellmeister, Sie kommen gerade recht. Ich spreche gerade mit Meister Zierer über das neue Lied für die Edelmann. Augenblick, Augenblick. Na, so ein Meister zu komponieren, das ist doch für Sie eine Kleinigkeit, Herr Zierer. Sie glauben wohl, die Einfälle kommen auf Kommando, nicht? Man setzt sich so einfach hin und... Jetzt sagen wir, ich unterbreche. Aber der Meister braucht sich nicht zu bemühen. Soeben ist Fräulein Edelmann gekommen und lässt sagen, sie hat bereits ein Lied. Sie hat selbst einen Walzer gefunden, der ihr zusagt. Er passt tadellos in das zweite Finale. Wir beginnen gerade mit der Probe. Kommen die Herren hinunter? Ja, wir kommen sofort. Das heißt, nein, fangen Sie nur inzwischen an. Wir kommen gleich nach. Bitte sehr. Also, da werden wir ja alle Sorgen los. Das ist ja herrlich, das ist großartig. Das ist ja ganz wunderbar. Einen Moment. Wie ist das? Fräulein Edelmann hat bereits ein Lied gefunden. Das heißt also, ein Lied von jemand anderem. Gut, Sie wissen was. Ich möchte sagen, es hat ihn entschuldigt. Und das nehmen Sie so einfach hin? Dieses Fräulein Edelmann legt sich eine Extranummer ein, ohne dass Sie gefragt werden. Wer ist eigentlich hier der Direktor? Sie oder das Fräulein Edelmann? Wem sagen Sie das, mein Lieber? Aber was soll ich tun? Sie ist doch ein Kassenmagnet ersten Ranges. Sie zieht doch die Leute in mein Theater. Sie ist gut, Direktor. Hören Sie zu. Wenn Sie sich das gefallen lassen müssen, ich muss es noch lange nicht. Ich würde dem Fräulein Edelmann die Meinung sagen. In meiner Operette wird kein fremdes Lied gesungen. Um Himmels Willen, Meister, machen Sie ja keine Zähne. Ich hatte doch die Hölle im Hause. Die Premiere würde platzen. Ach, ich bin der unglücklichste aller Sterblichen. Come on.
Schachtel, du? Ich dachte, es wäre der Engelbert. Nein, so eine Überraschung. Komm weiter. Was verschafft man denn heute schon so zeitig das Vergnügen? Micky, er ist da. Der Brief. Gott, bin ich aufgeregt. Schnell, mach auf. Ich kann sie nicht mehr erwarten. Micky! Was denn? Ach so, du meinst, ich hätte ihn zumindest aufmachen sollen. Wozu denn? Ich weiß eh, was drinsteht. Wieso? Hast du noch keine Zeitung gelesen? Nein. Na, dann lies. Komm, Mitzel, trink eine Schale Tee mit mir. Du, ganz frische Mürbe Kipferl sind da. Ich schmier da Reis mit Butter und Honig. Sag, du kannst da so ruhig sein? Du zerspringst dich vor Wut über diese himmelschreiende Ungerechtigkeit? Aber, Mitzel. Nein, Micky, diesmal glaube ich dir nicht, dass deine Ruhe echt ist. Ja, gibst du dich denn gar nicht? Doch. Ich ärgere mich schon. Aber nur über den Engelbert und über dich. Weil ihr mir so lang zugeredet habt, bis ich mich beworben hab. Wo ich doch gewusst habe, im Vorhinein, wie es ausgehen wird. Also, gehe ich wieder. Und zwar nach Christiania, auf die Weltausstellung. Dort liegt der Vertrag, ich habe bereits unterschrieben. Auch nicht schlecht. Die ganze Welt ist dort, alle Hauptstädte stellen aus. Mit Wien scheint was nicht zu stimmen. Denn sie schreiben mir, sie brauchen mich dringend als Retter. Ja, Mitzel, was ist dir? Was hast du denn? Du gehst nach Christiania, riesig einfach. Und was mit mir wird, das ist ja egal. Du gehst selbstverständlich mit. Ich? Gerät nicht so dumm daher. Warum denn nicht? Wo wir doch jetzt immer miteinander gearbeitet haben. Wir sollten dort meine Lieder singen. Also das kommt überhaupt nicht in Betracht. Ja, warum denn nicht? Ich mit dir verreisen, wo die Leute eh schon genug über unsere... Was ist? Was reden die Leute? Nix. Das ist mir nur so herausgerutscht. Nein, nein, jetzt sprich. Was reden die Leute? Micky. Also? Ja, sie sagen, dass wir zwei, dass du und ich, dass wir ein Verhältnis hätten. So eine Bagage. So eine Bagage. Nichts Sauberes gibt es für dieses Gesindel. Das sind Leute. Alles muss unanständig sein und schmutzig wie sie selber. Tja, da kann man halt nichts machen. Warum nicht? Dann heiraten wir eben. Natürlich. Das ist sogar eine ausgezeichnete Idee. Das ist überhaupt die Lösung. Du kommst mit nach Christiania und die Leute müssen den Mund halten. Mitzel, wir heiraten. Entschuldige, dass ich das so lieblos sage, aber es ist der erste Heiratsantrag in meinem Leben. Und Mitzel, so schau mich doch an. Nur so ein grauslicher Kerl bin ich doch nicht. Mitzel, so sag doch was. Naja, vielleicht ist es wirklich die beste Lösung, dass ich mit dir nach Christiania fahren kann. Einen großen Erfolg. Noch ein Glas? Nein, danke. Der Meister? Ja, bitte. Meine Herren, ich habe noch eine kleine Überraschung für Sie. Meine Lieder werden nicht nur gespielt, sondern auch gesungen. Und zwar von meiner Frau. Meine Frau ist nämlich auch Künstlerin. Ihr Bühnenname ist... Aber geh, Micky, das weiß doch hier kein Mensch. Aber lass doch, lass doch. Meine Frau ist in Wien und Berlin eine Berühmtheit. Marianne Edelmann kennt dort jedes Kind. Was? Marianne Edelmann? Sie sind Marianne Edelmann? Die Frau glaubt, wir wissen nicht, wer Marianne Edelmann ist. Kann uns überhaupt nichts mehr passieren. Das muss das doch ein Erfolg ein werden. Sieg, der alles in den Schatten stellt. Meine Herren, Sie reden immerzu von einem Sieg. Wen soll ich denn besiegen? Ich sehe weit und breit keinen Gegner. Thank you.
sagen Sie, halb so schlimm, nicht wahr? Das Ganze ist ja recht gut aufgemacht, im amerikanisches Geld. Aber der Horst selbst, nicht viel dahinter. Langsam, Herr Direktor, langsam. Was Sie da auf den Cross sagen, da irren Sie sich aber gewaltig. Der kann etwas. Unser Zierer wird es ihm schon zeigen. Ein Kampf wird's auf alle Fälle. Und zwar ein harter. Kann sein, aber wie er ausgehen wird, ist klar. Das sagen Sie so. Bedenken Sie, der Cross hat einen enormen Vorsprung. Der ist bereits eingeführt und hat sein Publikum. Lächerlich. Sagen Sie das nicht. Die Leute wollen auch was fürs Auge. Diese schmucken weißen Uniformen von den Musikern drüben. Wenn ich da an unsere schwarzen Frackeln denke, wie die Leichenbestatter. Aber Meister, ich bitte Sie. So, das haben doch Sie nicht nötig. Unterschätzen Sie die Uniform nicht. Mein Mann hat recht, Herr Direktor. Klappern gehört zum Handwerk. Nicht wahr? Sehen Sie, meine Frau sagt es auch. Das ist aber noch lang kein Grund, den Kopf hängen zu lassen. Klappern wir halt auch? Warum soll das Tierorchester keine Uniform tragen? Die Uniformen des Herrn Kross sind ja sehr fesch. Aber noch fescher, finde ich, ist die Wiener Deutschmeisteruniform. Meister, meine Verehrung, darf ich Sie sofort zu unserem Herrn Gesandten führen? Bitte. Nur weil wir kennen uns. Ja, willkommen in der Fremde, lieber Herr Zierer. Das heißt, hier werden Sie sich kaum fremd fühlen, denn wohin Sie schauen und hören, ist Wien. Ich bin wirklich überrascht, Exzellenz. Aber sagen Sie nicht, Exzellenz, zu mir. Erstens bin ich noch gar keine und zweitens fühlt man sich bei der Anrede nur noch älter, als man schon ist. Es war eine meiner ersten Amtshandlungen, hier Sie herzuholen. Wir sind nämlich erst 6 Wochen da, direkt von Amerika herversetzt, ohne Heimaturlaub. Diplomatenschicksal. So, da hast du ihn, deinen Zierer. Willkommen, Michael. Der Meister und ich, wenn ich mich dessen rühmen darf, sind alte Freunde aus früheren glücklichen Tagen in Wien. Ist mir die Überraschung geglückt? Ich hoffe, es ist eine freudige Überraschung für Sie, wie es für mich ist, Sie zu sehen. Wissen Sie, dass meine Frau schon davon geträumt hat, wieder mal zu ihrem Spiel ihre Kompositionen zu singen? Aber jetzt entschuldige, Liebste, ich muss ihn hier entführen, nur kurz. Ich schleppe ihn nur mal schnell im Kreis herum. Meine Damen und Herren, brauche ich wohl nicht vorzustellen. Baronin Steiner, Frau von Langen und das ist das Töchterchen. Ja? Na, Engel, fertig? Jawohl, fix und fertig. Der Mick ist eine und 42 funkelnagelne Deutschmeisteruniformen. Mit dem Mick ist ein Federbuschen, da hätte man bald ein Gewürz gehabt. Also nicht eine einzige Feder war aufzutreiben. Zum Glück haben sie aber gerade im Hotel heute 20 Hahner abgestochen, denn sonst hätte müssen der Mickey mit nachher den Chaco dirigieren. Haben Sie sich auch um den Transport gekümmert? Aber, meine Frau, das ist alles sorgfältigst verpackt. Das ist beinahe wie ein Water. Ist bereits am Weg zu der Ausstellung. Also, dann können wir auch gehen. Immer. Tui. Ich habe ein Lied erdacht und hoffe, dass es dir gefällt. Es liegt in meine ganze Welt. Ich schrieb's in einer Nacht. Ich schrieb's in einer Nacht. Als Sehnsucht mich nicht schlafen ließ, mein heißes Herz den Weg mir wies. Und nachher kommt.
Ich verstehe Sie wirklich nicht, Frau Mitzi. Was verstehen Sie nicht? Gibt's da noch etwas, was nicht zu verstehen ist? Sie meinen die alte Geschichte? Aber das ist doch schon längst vorbei. Engel, Sie wissen sie am besten. Geliebt hat er von allen Anfang an nur eine. Und das war die Clara. Und sie hat er gar nicht gern, nicht? Ah ja, gern schon. Sogar sehr gern. Als Kollege, als Freund. Aber lieben, Engel, das ist etwas ganz anderes. Warum hat er sie dann geheiratet? Geheiratet. Die einen kaufen sich einen Schirm, damit sie nicht nass werden, und wir haben eben geheiratet, damit die Leute Ruhe geben. Den Micky trifft keine Schuld. Der hat mir nie etwas vorgemacht. Er war immer ehrlich. Er hat es mir ja offen gesagt. Nur ich war so dumm und hab geglaubt, dass... Ja, was wollen Sie denn machen? Schluss. Ganz einfach, Schluss. Na, Sie brauchen nicht erschrecken, Engel. Ich gehe nicht ins Wasser. Das passiert nur im Drama. Das ist nicht mein Fach. Ich gehe nur ab. Still, leise, bisschen begossen. Wie nach einem Auftreten, bei dem er durchgefallen ist. So schweigsam. Ach, Michael, ich habe mich so auf unser Wiedersehen gefreut. Und jetzt sind Sie enttäuscht? Nein, nur durch Ihr Kommen, durch die Musik, ist die Sehnsucht noch größer geworden. Die Sehnsucht nach Wien und allem Schönen dort. Gewiss, auch Sie sind mehr weg von Wien als dort. Aber ich, Michael, ich habe Wien seit 7 Jahren nicht mehr gesehen. 2 Vertreter. Michael, sind Sie nicht selbst ein bisschen schuld daran? Wie meinen Sie das? Haben wir nicht alles dazu getan, dass wir von Wien weg mussten? Oft habe ich daran gedacht, wie anders alles gekommen wäre, wenn Sie damals, an dem Abend bei der Metternich, nicht so bockig gewesen wären. Auch ich habe oft dran denken müssen. Und erst heute, als ich Sie wieder sah, da habe ich es gewusst, dass alles richtig war, wie es gekommen ist. Sie sind ungerecht zum Schicksal. Sie haben einen Mann, dem die große Karriere noch offen steht. Ich kann nicht viel mehr werden, als was ich schon bin. Mit mir wären Sie nie zufrieden gewesen. Und ich brauche jemanden, der mit mir zufrieden ist, der an mich glaubt, weil ich selber so wenig glaube an mich. Eben die eine, die Mitzi. Die Mitzi? Die, nicht. Verzeihung, Meister. Die Frau ist weg. Ja, Engelbert, also was hast du? Was ist denn geschehen? Sie ist weg, die Mitzel ist weg, sie ist auf und davon. Ich hab sie nicht mehr halten können. Wir waren vorhin da, wie du gespielt hast. Und? Was? Die Mitzi war hier? Ja. Und dann? Ist ins Hotel, hat ihr Koffer erwischt und ist davon. Pardon, Meister, es ist soweit, die Uniform liegt bereit. Ich bitte, sich umzukleiden. In wenigen Minuten beginnt das Konzert. Ich kann jetzt nicht. Meister. Meine Frau ist nicht da, ich muss sie suchen. Aber die gnädige Frau wird sich etwas verspäten, vielleicht hat sie sich verirrt. Ich kann jetzt nicht, ich muss zurück ins Hotel. Das ist ausgeschlossen, das ist einfach unmöglich. So, dann sage ich ihm ab, ich bedauere. Meister, das wäre gleichbedeutend einer Blamage. Man würde ihre Absage als ein Auskneifen auffassen. Das ist mir doch ganz egal. Erzieher, ich habe volles Verständnis für Ihre augenblickliche Verfassung. Ich werde alles tun, um die gnädige Frau zu finden. Aber Sie, verzeihen Sie, Sie können jetzt nicht weg. Es geht um Wien. Ja? Warum fahren wir nicht ab? Pardon, Madame, ich habe Polizei. Madame, det har et pass der utstilt for sier og medfølger. Det kan ikke på noen måte reise med dette pass alene. Jeg beklager. Madame haben ein pass der auf Herrenzierer lautet. Herrenzierer und Begleitperson seine Frau. Na also, die Begleitperson bin ich? Gewiss, aber Sie allein können mit diesem Pass nicht reisen.
Der Passinghaber darf es, die Begleitperson nicht. Kann ich mit dem Herrn Kapitän sprechen? Gewiss. Beach.